Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Presse, liebe Freunde, Freundinnen, die sonst auch vielleicht zu Hause an den Geräten unsere Ankündigung verfolgen, die Ankündigung der Zukunftskonferenz 2021. Das Motto der Konferenz ist, weil es anders geht. Sie wird in Wien stattfinden am 10. bis 12. September dieses Jahres, von Freitag bis Sonntag, den ganzen Tag über, in der Lorelie-Straße 72 in Penzing. Wir sind eine Gruppe von Initiativen, die sich entschlossen hat, diese Zukunftskonferenz zu bespielen und überhaupt diese Zukunftskonferenz eben anzukündigen. Das ist Idealism Prevails, Sender FM, Debatte, neue Debatte.com und die Gruppe Respekt. Ich selbst komme von der Initiative Verein für kulturelle Information und mit am Podium ist auch noch eine Uschi Schreiber, die von dem Aktionsradius Augarten Wien ist, die auch erklären wird, warum sie an dieser gemeinsamen Initiative teilhaben wird. Ja, der Ausgangspunkt für uns alle war eigentlich, dass wir der Meinung waren, die Corona-Maßnahmen der österreichischen Regierung oder auch der deutschen Regierung und vieler anderen Regierungen sind überschießend und inadäquat. Und nach 1,5 Jahren sieht man auch, was sozusagen die Konsequenz ist. Es hat sich im Gesundheitswesen nichts Substanzielles geändert. Es gibt keine tiefgreifende Reform. Die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Ärzte, Pflegerinnen, sind nach wie vor teilweise schlecht bezahlt und im Stress. Und das, was eigentlich rausgekommen ist, ist, dass viele Unternehmungen gerade im Gesundheitsbereich extreme Gewinne einfahren. Es gibt also wirtschaftliche Profiteure aus der Biotechnologie, aus der Pharmaindustrie, aus der Kontrollindustrie und natürlich auch aus dem Versandhandel. Und uns hat auch gemeinsam zusammengebracht die Empörung darüber von der obszönen Amtssammlung von Kapital in den Händen einzelner, weniger Personen, wie zum Beispiel Jeff Bezos von Amazon, der als einzelner Mann einen Kapitalwert von 212 Milliarden US-Dollar hat. Das ist eine Verfünffachung in den letzten 3 Jahren. Zur Erinnerung, österreichische Einnahmen pro Jahr im ganzen Budget sind 184 Milliarden. Das heißt, es gibt Menschen wie Bezos oder Bill Gates, die Summen vereinnahmen als einzelne Personen, die im Prinzip staatliche Budgetrahmen überschreiten. Das Fazit aus der Krise für uns war, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, die Armen sind ärmer geworden, die Reichen sind reicher geworden. Und deshalb auch dieser Blick in die Zukunft, Zukunftskonferenz 2021. Wir wollen eigentlich diese Corona-Pandemie und die Corona-Maßnahmen ein bisschen hinter uns lassen und nicht uns mit denen allein beschäftigen, sondern damit, wie es weitergeht. Und da habe ich eben schon gemeint, wir reiben uns an diesen wirtschaftlichen Profiteuren und wir reiben uns natürlich auch an den politischen Kräften, die diese Corona-Maßnahmen dazu benutzt haben, um autoritäre Staats- und Politikverständnis auf den Weg zu bringen. Idealtypisch verkörpert im österreichischen jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz oder im französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Mein Name ist Hannes Hofbauer, ich bin von der vom Verein für kulturelle Information und wir haben uns überlegt, als dieser Verein einen Blog zu machen, keinzustand.at, und auf diesem Blog keinzustand.at haben Künstler sozusagen kurze Wortspenden abgegeben, wie wir in Wien sagen, kein Zustand. Das waren Künstler von Roland Thüringer bis Didi Hallervorden oder Wissenschaftler von Andrea Komloschi bis Bernhard Heinzelmeier, Schriftsteller von Andreas Bittler bis Gerhard Ruiz. Und das hat uns dazu gebracht, als kleine Initiative Teilnahme zur Vorbereitung dieser Zukunftskonferenz. Das Ziel dieser Zukunftskonferenz, deren Programm ich auch kurz vorstellen werde, ist, dass man versucht, also wir versuchen von dieser menschenverachtenden Dystopie, also wir sind ja ausgesetzt einem Tracking, einem ständigen Lockdowns, Drohungen mit Lockdowns, Impfzwängen und das alles unter, wie wir das nennen, der Diktatur des Kapitals, wo eigentlich auch klar ersichtlich wird bei den Maßnahmen, dass die Impfforschung mit öffentlichen Geldern betrieben wird, aber die Profite dieser Impfungen eben in die privaten Kassen von großen Unternehmen fließen. Wir wollen von dieser menschenverachtenden Dystopie in eine solidarische Utopie
überschwenken. Und deshalb haben wir uns gedacht, es ist ganz wichtig, diesen Epochenwandel, in dem wir uns ja zweifelsfrei befinden, also von, wenn man es kurz zusammenfassen will, von einer Industriegesellschaft in eine postindustrielle, kybernetisch sich selbst regulierende Gesellschaft, dass wir diesen Epochenwandel nutzen wollen, um eben eine Grunderneuerung unserer Gesellschaft anzudenken. Soweit sozusagen der Rahmen und jetzt noch kurz zum Programm, bevor ich dann das Wort weitergebe an Gunter Sosner, der Ihnen noch mehr ein bisschen von den ideologischen und politischen Zusammenhängen erzählen wird. Also das Programm dieser Konferenz, die 3 Tage eben dauern wird, vom 10. bis 12. September 2021, umfasst in etwa 6 Blöcke, zahlreiche Podiumsdiskussionen und ein Musik- und Kulturprogramm. Am Freitag, den 10.9., am Vormittag starten wir mit neuen gesellschaftlichen Ansätzen jenseits von Wachstumszwang und Fortschrittsmythen, aufbauend auf einer Neubewertung auch der menschlichen Entwicklungsgeschichte mit dem Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier und der Psychologin Elisabeth Meyerweg. Am Nachmittag geht es dann um die Herstellung neuer Medien, sowohl organisatorisch, technisch als auch inhaltlich, also weg von der kapitalbetriebenen und herrschenden Politik und letztlich auch die Frage, die wir uns zu stellen erlauben, der Eigentumsverhältnisse dieser Medien. Da haben wir eingeladen Michael Mayen, Professor für Kommunikationsforschung aus München, Robert Zibis von Oval Media, Eugen Bakumowski vom VC TV. Anschließend daran wird noch Rechtsanwalt Michael Brunner, der von den Rechtsanwälten für Grundrechte ist, über den Rechtsstaat im Koma sprechen. Der Samstag ist eigentlich der Frage der Globalisierung, sowohl mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten gewidmet, mit dem ungarischen Kulturhistoriker Endre Kisch, dem Start-up-Gründer Simon Sonnenberg, Entschuldigung, Andrea Komlischow von der Universität Wien, Wirtschafts- und Sozialhistorikerin, die über menschliche Arbeit und menschliche Erfahrung sprechen wird, Helmo Pape über bedingungsloses Grundeinkommen und Ernst Wolf, ein Finanzexperte, der aus Köln oder aus der Schweiz, ich weiß nicht, gar nicht genau, woher er kommt, über die Neuausrichtung des Finanzsystems sprechen wird. Anschließend darin ein spannendes Podium auch mit den meisten dieser Teilnehmerinnen. Der Sonntagvormittag geht dann über die Gemeinwohlökonomie und wie sich die Geschlechterverhältnisse in der Krise verändert haben und wie es sozusagen zu einem besseren Verständnis kommen kann, mit Christian Felber von Attac Österreich und Alexandra Weiß von der Universität Innsbruck. Und am Nachmittag spricht der Philosoph und Autor, Journalist von Kaiser TV, Gunnar Kaiser, über die schöne neue Welt und Pläne des Transhumanismus, die wir durchkreuzen wollen. Dazu Jesper Larsen-Treff von der Technischen Universität Wien, Professor für Informatik, die Schriftstellerin Nika Dobrowski, und noch Ann-Christine Langer, Professorin für Social Media an der Internationalen Hochschule in Erfurt. Soweit kurz zusammengefasst das Programm. Es ist alles noch ein bisschen Work in Progress. Es kann sich das eine oder andere noch ändern. Auf der Homepage zukunftskonferenz.live, ich wiederhole nochmal, zukunftskonferenz.live, kann man das Programm einsehen. Man kann dort auch die Teilnahmebedingungen sich genauer ansehen und auch natürlich Karten für die einzelnen Tage oder für alle 3 Tage erwerben. Und jetzt gebe ich das Wort an Gunter Sosner von der neuen Debatte.com oder .de. Ich glaube, es ist beides einsehbar in den digitalen Medien. Und er wird uns noch ein bisschen über unsere Motivation erzählen, warum wir das gemeinsam als Initiativen starten, diese Zukunftskonferenz 2021. Ja, vielen Dank. Also das nehme ich gleich auf, diesen Ball. Mein Name ist Gunter Sosner, ich bin der Initiator von Neue Debatte. Neue Debatte ist das, was man ein Bürgermedium nennen kann, klassischer Prägung. Das heißt also, nicht wir Journalisten machen Medien, sondern der Mediennutzer ist eingeladen, dort mitzumachen mit eigenen Beiträgen, mit den veränderten Sichtweisen, um eben halt möglichst viele Menschen dann zu informieren über Sichtweisen auch aus Milieus. Also das zum Hintergrund dieses Mediums. Das gibt es seit 2016 bereits und wir expandieren, wie man so schön sagt, also in Form von Kooperation in verschiedene Regionen hinein und auch eben halt in verschiedene andere Medien hinein, sodass ich eben halt über Kooperation mehr qualitativ hochwertiger Inhalt entwickeln kann, der sicherlich kritisch ist, diskutabel ist und das ist ja auch das, was wir wollen, also dass die Menschen kritisch nachdenken über das, was passiert. Aber auch vor allen Dingen dieser Aspekt der Kooperation.
Wir sind, so wie Hannes Hofbauer das schon sagte, in einer Zeit, die man einfach als Epochenumbruch sehen muss. Dieser Epochenumbruch ist eingeleitet worden durch technologische Veränderungen. Das, was man gemeinhin als Digitalisierung bezeichnet, diese Digitalisierung treibt eine neue Form der Wirtschaft voran. Sie führt dazu, dass die menschliche Arbeitskraft immer stärker unter Druck gerät zugunsten der Profitmaximierung. Das kann man in dieser sogenannten Corona-Krise sehr, sehr gut sehen, wo ja riesige Vermögen noch mehr angehäuft worden sind, als das vorher schon der Fall war, wo Börsenkurse durch die Decke marschieren und so weiter, während die Wahrnehmung der, wie sagt man so schön, realen Wirtschaft, der Bäcker um die Ecke, die kleine Kneipe am Eck und so weiter, dann letztlich in die Knie gehen und verschwinden. Und dieser Druck, der aufgebaut wird, der ist ja nicht nur ökonomisch, er findet auf allen Ebenen statt, ethisch findet er statt, er findet psychologisch auch statt, Depressionen, die sich entwickelt haben, werden 2025 die häufigste psychische Erkrankung sein der Menschen auf diesem Planeten. Darüber wird aber nicht gesprochen als großes Problem, sondern es wird eben halt als Erscheinung wahrgenommen, wird dann angerissen, aber wirklich gelöst kann es nicht werden. Weitere Probleme sind die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Zum Beispiel Spanien kann man immer wieder gerne anführen. Dort ist die Jugendarbeitslosigkeit bei rund 30% angekommen. Diese jungen Menschen, die haben keine Perspektive im Sinne von Verwertung im Arbeitsmarkt. Und auch diese Auswirkungen werden dann irgendwann in allen Ländern aufkommen, weil die Digitalisierung, die diese Prozesse vorantreibt, gleichzeitig weltweit überall auftritt. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Das wird einfach passieren, weil natürlich das Kapital immer sehen muss, dass es sich verwertet. Das bedeutet, es kann nur Verwertung erzielen, wenn es Menschen dann letztlich auch in Armut stürzt. Und das ist auch passiert auf diesem Planeten. Das wissen Sie, wenn Sie sich ein bisschen mit den Zahlen der reichen Menschen auf diesem Planeten auseinandersetzen, dann wissen Sie, 50%, die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung, 50% davon, also around 4 Milliarden Menschen, hat weniger als die reichsten 20 Menschen auf diesem Planeten. Und das ist natürlich eine Absurdität, die man so gar nicht mehr stehen lassen kann. Und das Ganze wird angetrieben letztlich durch zwei ganz wesentliche Aspekte. Das eine ist die ständige Konkurrenz, in die die Menschen hineingetrieben werden. Jeder gegen jeden. Jeder arbeitet für sich. Die Ellbogengesellschaft hat sich durchgesetzt. Das Soziale zerfällt vor unseren Augen. Da können wir zugucken. Wir können beobachten, wie ganze Volkswirtschaften aufeinander losgehen, aber eben halt auch schon diese Strukturen des, ja, genau genommen zerfallenden alten Systematiken deutlich werden. Man wohnt Tür an Tür und kennt den Namen des Nachbarn nicht. Das sind alles katastrophale Entwicklungen, die sich letztlich in der Gegenwart zeigen und in der Zukunft noch stärker zeigen werden und letztlich auch keiner sagen kann, wohin das führt. Aber es gibt eben halt auch eine Gegenbewegung, die muss auch da sein und die heißt Abkehr von der Konkurrenz, Abkehr vom Wettbewerb um jeden Preis hin zu Kooperation und gemeinsamen Lösungen. Weil die meisten Probleme, die heutigen Tags alle Gesellschaften angehen, völlig egal, wo man sich auf dem Planeten befindet, ob das ökologische sind, ob das ökonomische Probleme sind, ob das Fragen von Krieg und Frieden sind oder eben halt von sozialer Ungleichheit, finden sich gleichzeitig überall. Sie gehen überall auch immer stärker in Sichtbarkeit über, was man eben mal an den großen Revolten sehen kann, die sich in Lateinamerika abspielen, der Kampf der chilenischen Bevölkerung dort gegen ein ausbeuterisches, zerstörerisches System. Und dagegen müssen wir was tun, solange wir es noch können, bevor sich eben halt Gesellschaften tatsächlich auflösen und nur noch das Kapital regiert. Und dazu haben wir natürlich dann während der Zukunftskonferenz unglaublich viele gute Vorträge, die einfach richtungsweisend sind, sei es wie zum Beispiel von Michael Brunner die Frage nach der Entpolitarisierung der Justiz, um wirklich tatsächlich juristische Gerechtigkeit herzustellen und nicht die Einflussgrößen von politisch interessierten Gruppierungen, aber auch eben Vorträge wie von Bernhard Heinzemeier, der sich wirklich konsequent mal mit der Frage der Zukunftsangst von Jugendlichen auseinandersetzt, damit das mal wirklich zum Thema wird, oder auch Elisabeth Meyerbeck, die einfach mal auf die Psyche der Menschen reflektiert, was mit uns eigentlich los ist, und das gilt für alle ohne Ausnahme, die davon in irgendeiner Form beeinflusst werden, und zwar negativ. Das Ganze geht dann weiter, sodass wir auch dann natürlich auf ökonomische Fragen kommen müssen,
und letztlich auch auf soziale Fragen und natürlich auch ethische Fragen eingehen. Und da freue ich mich sehr, dass Nika Dubowski auch zur Zukunftskonferenz kommt als Sprecherin, die Frau von David Graeber, dem großen Ethnologen, der sich mit diesen Fragen schon seit Ewigkeiten auseinandergesetzt hat. Sie kommt und hat natürlich was im Gepäck, was interessant ist. Das ist das auch das Projekt Anthropologie for Kids, also eine Frage auch des neuen Lernens. Wie können wir neu lernen und wie können wir neues Wissen bringen? Und das ist ein wesentlicher Punkt, weil auch das Projekt geht nur gemeinsam in Kooperation, genauso wie die Zukunftskonferenz nur gemeinsam geht. Das heißt, mit den Initiativen, die sie zusammengeschlossen haben, ob es der Aktionsradius ist, der uns unterstützt, oder die Künstler oder eben halt auch andere Aktivisten und natürlich Sie, die zu uns kommen als Berichtende, aber auch als Gäste und auch als Botschafter unserer Idee. Verbreiten Sie die Idee, Zukunftskonferenz 2021 ist nicht die erste, sie wird auch nicht die letzte sein, das ist sicher. Und ich gebe das Wort weiter an Udo Preis, der für die künstlerische Seite spricht. Okay, danke, Gunther. Ich sitze hier als Vertreter von zwei Seiten. Einerseits geht es hier um Respekt, das ist eine Gruppe, die gibt es seit Mai, die also sehr maßnahmenkritisch ist, die also das, was in den letzten 15 Monaten passiert ist, analysiert, verbreitet über Videos, über Radio, über Artikel. Wir sind auch über die Webseite respekt.plus erreichbar jederzeit und auf der anderen Seite vertrete ich das, was ich seit 35 Jahren besonders pflege, das ist die Kunst und Kultur. In meinem Fall sehr intensiv in der Avantgarde-Szene. Und das ist die Gruppe www.limitaciones.com. Einerseits und andererseits gibt es innerhalb oder Zusammenarbeit mit dieser Gruppe die Künstlerorganisation Free Forms of Arts. Das ist also eine österreichisch überschreitende, europaweite Gruppe von Leuten, die sich mit der ganz freien Form der Musik und des Tanzes beschäftigt. Für uns ist es so, dass eben der Umbruch, der jetzt gerade stattfindet, im Speziellen in der Kunstszene, eigentlich schon seit Jahrzehnten spürbar ist. Es ist ein Auseinanderdriften zwischen, würde ich sagen, zwischen der Bevölkerung und den Künstlern und Künstlerinnen. Es gibt zwar sehr viel Eventkultur, aber mittlerweile ist das, was also kompromisslose Hier- und Jetzt-Kunst ist, das, was man früher verstanden hat, der Künstler, der jetzt sozusagen sein Erlebnis abbildet mit all seinem Können, sei es jetzt als Maler oder als Musiker oder als Tänzer oder als Tänzerin, dass das also kaum mehr eine Rolle spielt und kaum mehr wahrgenommen wird. Es wird auch kaum mehr in der Schule unterrichtet und das Wissen und das Mitfühlen für das, was da passiert, ist immer weniger und weniger geworden. Das heißt, das, was jetzt im Grunde genommen passiert in unserer Gesellschaft, ist eigentlich nur jetzt also, ich habe es einmal so gesagt, als würde der Eisberg sich umdrehen und man sieht jetzt nicht mehr oben das Drittel der Spitze, sondern man sieht plötzlich die zwei Drittel, die nach oben, von unten nach oben gehen, bottom-up sozusagen im Meer schwimmen. Ganz absurd. Es ist ja ganz absurd, was da unterwegs ist. Gut, wir haben versucht, also für dieses Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ein Programm zu machen, das also nicht so modern und so avantgarde ist, dass es also jene, die sich in erster Linie, die in erster Linie hinkommen, um Vorträge zu hören und zu diskutieren, akzeptabel ist. Und ich glaube, wir haben da recht eine spannende Geschichte gefunden. Es ist auch eine Mischung insofern, dass ich, soweit ich das mitbekommen habe, nicht alle Musiker und Musikerinnen genauso kritisch dem ganzen Geschehnis gegenüberstehen wie wir. Es ist also es gibt solche und solche Musiker, die verschiedene Zugänge haben zu den derzeitigen Vorgängen. Wir starten da am Freitag mit einer ganz, ganz jungen Band, die mittlerweile auch schon eine oder zwei CDs herausgegeben hat. Die Band Snap, das sind drei junge Leute, die also sehr, sehr spezielle Soundlandschaften entwickeln, die also sehr groovig bleiben, man könnte vielleicht auch sagen funkig. Und gleichzeitig verbinden sie all das, was sie da hier komponiert haben und spielen, also mit sehr, sehr improvisatorischen Momenten. Und es spielen sich zwischen den dreien, ist eine eigenartige Besetzung, also Saxophon, Schlagzeug und Bass, nicht ganz üblich, mit sehr energetischen Interaktionen.
Am Samstag dann zu Mittag bereits gibt es eine Gruppe, die würde ich also unterschreiben, dass die also sehr kritisch sind gegenüber den ganzen Geschehnissen, die also sehr als autoritär bis diktatorisch erleben. Das ist die Gruppe Fascin Riot. Und das kennen Sie auch, wenn Sie nachschauen im YouTube-Kanal, sehen Sie da unter Hammer and Dance einen Song, der das also ganz klar repräsentiert, was die sind. Ihr Stil ist Dirty Old School Blues, beziehen sich auf Robert Johnson, Muddy Waters, Rolling Stones, Elvis Presley und auf Soul Music. Ja, und dann also am Abend schaut es ein bisschen anders aus. Da kommt also die Bella Wagner, an und für sich sehr, sehr bekannt mittlerweile in Österreich, auch in Deutschland, sehr kritisch gegenüber der ganzen Szenerie. Und sie hat also ihre CD zum Beispiel veröffentlicht beim Festival in Montreux. Und sie wird also eine ca. 30 bis 45 Performance abliefern. Und parallel dazu gibt es dann noch, oder nach oder vor ihr, Jason the Scientist. Das ist ein Engländer, der sich nennt ein Wordsman, also man könnte sagen Hip-Hopper oder Rapper oder ähnliches, und der also seine sehr kritischen Texte jetzt und hier neu findet und immer wieder neu improvisiert. Der trifft dann am nächsten Tag also auf einen Schlagzeuger, der Emil Gross, und wird dann am Sonntag mit ihm sehr improvisatorisch, aber ich glaube, da wird es auch rockig werden und soulig, denn beide lieben diese Stile. Aber es wird also auch sehr improvisatorisch zugehen. Und am Ende dann also die Gruppe Barry Good, das ist eine Band, die jetzt in Wien lebt und die also einen sehr kritischen Song über diese ganzen Geschehnisse schon im vorigen, glaube ich, Juni oder Juli herausgegeben hat, findet man auch also auf YouTube, wenn man sich's anhören möchte. Ja, also wir haben also praktisch 6 Bands in diesen 3 Tagen, die in einem, wie soll ich sagen, in 30, 40, 50-minütigen Konzertblöcken spielen werden. Aber wir haben also parallel dazu geplant, dass also der ganze Kongress praktisch, der ganze Konferenz sozusagen auch ein bisschen eingetaucht wird in Kunst und Kultur. Es wird also einzelne Künstler und Künstlerinnen geben, die also so zwischendurch in den Pausen oder draußen am Gang oder am Eingang dort und da ein Solo auf der Gitarre oder auf der Flöte oder mit Worten geben werden. Also ja, soweit, so gut zur Kunst und Kultur, zur Musik. Und ich gebe weiter an die Uschi, die Kooperationspartnerin ist. Ja, danke, Udo. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Ich bin die Uschi Schreiber, komme auch aus dem Kulturbereich und ich vertrete hier den Aktionsradius Wien. Wir sind hier Kooperationspartner, Medienpartner bei der Zukunftskonferenz 2021. Der Aktionsradius Wien ist ein Kulturveranstalter, ein Themenveranstalter am Gausplatz hier in Wien. Wir befassen uns seit fast 15 Jahren mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen und Themen, die wir ja in Vorträgen oder Diskussionen umsetzen. Wer uns kennenlernen möchte, die Website ist www.aktionsradius.at. In dem Sinne sind auch die Themen der Zukunftskonferenz unsere Themen sozusagen, mit denen wir uns auch in den vergangenen Jahren befasst haben. Fragestellungen der Gesellschaft oder auch eines selbstbestimmten Lebens, einer Weiterentwicklung. Ja, unsere Arbeit ist gut gelaufen über viele Jahre und im letzten März sind wir da ziemlich abrupt gestoppt worden. Es war eine große Zäsur. Wie für uns, wie für viele andere natürlich auch. Die restriktiven Covid-Maßnahmen, die massiven Reglementierungen und Zugangsbeschränkungen haben ja vor allem den Kulturbereich auch ganz massiv getroffen und haben uns als Veranstalter in der Form eigentlich aus der Bahn geworfen, haben auch unser Selbstverständnis auf den Kopf gestellt. Also unser Selbstverständnis, wir haben uns eigentlich immer als sehr offener, als aus offenen Diskursraum definiert, als Freiraum des Denkens, wo alle Meinungen willkommen sind und wo man gemeinsam sich Gedanken macht zu diesen wichtigen Fragestellungen der Gesellschaft. Aber diese Grundsätze, Freiheit, Eigenverantwortung, Selbstbestimmtheit,
Kooperation, Gemeinsamkeit, diese Grundsätze sind mit den neuen Rahmenbedingungen, die wir jetzt seit über einem Jahr erleben, auch komplett auf den Kopf gestellt. Und in diesem Sinne sind wir auch in einer Umbruchsphase und auch in einer Phase der Neuorientierung auch für unser Projekt. Also dieser Umbruch, der sich abzeichnet bei uns, der trifft viele Institutionen und in diesem Sinne eigentlich die gesamte Gesellschaft, würde ich mal sagen, die gesamte Gesellschaft ist im Umbruch. Ja, meine Vorredner haben es schon angesprochen, eigentlich befinden wir uns in einem Aufstand der Reichen gegen die Armen. Der Ernst Wolf, ein Vortragender, der auch bei uns mehrere Male zu Gast war, hat die Entwicklung des letzten vergangenen Jahres als die größte Umverteilung aller Zeiten bezeichnet. Das heißt, die Schere geht weiter auf in einem unvorstellbaren Ausmaß. Die Schere zwischen arm, reich, oben und unten, das materielle Gefälle und wird immer größer. Der persönliche Freiraum, die Selbstbestimmtheit wird immer kleiner. Ja, aber neben dem materiellen Gefälle gibt es noch einen Bereich, der mir persönlich auch sehr am Herzen ist, den ich beobachte. Ich glaube, dass sehr viele Menschen auch im öffentlichen Diskurs nicht mehr gehört werden und hier an den Rand gedrängt werden oder sehr überheblich belehrt werden oder vielleicht, wenn sie sich einmal den Mut zusammenfassen und sich zu Wort melden, vielleicht überhaupt gleich ins rechte Eck gestellt werden. Das ist ein Prinzip, das mir und uns sehr widerspricht. Also wie gesagt, wir haben uns immer als offener Diskursraum verstanden. Uns war es wichtig, dass eben auch alle Meinungen Platz haben. Und das ist eine Entwicklung, die ich für sehr gefährlich halte. Das betrifft viele Menschen so in meinem Umfeld. Ich glaube auch viele junge Menschen, die, so wie ich es beobachte, sich überhaupt vielfach ins Private zurückziehen und aus der Gesellschaft und aus der Politik überhaupt abmelden. Ja, also diese Missstände, die Ungleichheiten, die wir schon über viele Jahre kennen, haben sich in den letzten 1,5 Jahren aus meiner Sicht weiter sehr beschleunigt und sehr zugespitzt. Also die Kollateralschäden des letzten Jahres sind enorm und auch die Spaltung der Gesellschaft, die zu beobachten ist, ist sehr beängstigend aus meiner Sicht und eigentlich schon fast, erscheint schon fast unüberbrückbar. Um mit Hubert von Geusern zu sprechen, würde ich sagen, es brennt. Es brennt der Hurt, könnte man sagen. Und es ist allerhöchste Zeit, hier aktiv zu werden und sich für eine Grunderneuerung der Gesellschaft einzusetzen, sich Gedanken zu machen oder diese eben auch anzugehen. Ich bin selbst auch Mutter. Und wenn ich an unsere Kinder denke oder auf die Kinder schaue oder auf vielleicht eventuelle Enkelkinder, die noch einmal kommen, dann möchte ich auch hier sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, aktiv zu werden und die Gestaltung der Zukunft anzugehen, um vielleicht noch eine Chance zu haben, um auch hier Perspektiven aufrechtzuerhalten. Es ist schon angesprochen worden, die große Perspektivenlosigkeit vieler Menschen, vor allem auch vieler junger Menschen. Ja, und in diesem Sinne sind die Ziele und die Themen der Zukunftskonferenz 2021 auch meine persönlichen Ziele und auch die Themen des Aktionsradios. Und es gibt einige Redner auch der Konferenz, die auch bei uns schon mehrfach zu Gast waren, mit denen wir kooperiert haben. Und in diesem Sinne ist der Aktionsradius hier sehr gerne mit im Boot. Ja, zum Abschluss möchte ich noch ein Wort zur Krise sagen. Krise, die uns jetzt schon so lange begleitet, auch das Wort Krise. Wenn man sich dieses Wort Krise anschaut, in der griechischen Urform Krisis, dann bedeutet das laut Duden Entscheidung, entscheidender Wendepunkt, eine Wendung, Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Zukunftskonferenz ein Impulsgeber wird für diese entscheidende Wendung, damit eben die Transformation, die im Gange ist, auch in eine positive Richtung genutzt werden kann. Ja, danke, soweit aus meiner Sicht. Ja, danke. Danke, Uschi Schreiber, danke, Udo Preis, danke, Gunter Sosner. Auch von meiner Seite her einen Dank an alle, die hier zusehen und sich unser Programm angehört haben. Nochmal vielleicht die Homepage zukunftskonferenz.live vom 10. bis 12. September 2021. Von Freitag bis Sonntag ganztägig
in Wien, Penzing, Lorelie-Saal in der Penzinger Straße 72. Nochmal das Motto in Erinnerung gerufen, weil es anders geht. Danke für die Aufmerksamkeit.